Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr seid alle gut und gesund hineingekommen. Dieser Gottesdienst ist und wird ein bisschen anders als sonst. Ich werde zum ersten Mal sehr viel ablesen. Das sollte ich schon in meiner Prüfungspredigt in Friedensau und habe es nicht hinbekommen. Ich habe einfach frei geredet. Ich werde nervös, wenn ich euch nicht in die Augen schauen kann. Deswegen seht es mir nach, wenn ich nervös werde oder wenn ich aufgeregt bin. Ich danke euch für euer Vertrauen im Vorhinein, für euer Vertrauen in den vergangenen Jahren und ich würde mich freuen, wenn dieses Vertrauen heute wächst. Vielleicht werden einige nach dieser Predigt einige Fragen haben an mich oder an die Thematik. Die Losung dieses Jahres, des Jahres 2023 ist: Du bist ein Gott, der mich sieht. Sie kommt aus 1. Mose 16, Vers 13 und spricht mich persönlich tief an. Sie erzählt auf eine andere Art und Weise meine Geschichte. Erlaubt mir noch einen Augenblick, bei Hagar zu bleiben, die Frau, um der es in dieser Geschichte geht. Hagar, nur eine Magd? Damals hatte man nicht viele Rechte, als Knecht und als Frau und als Magd noch weniger. Man war auf die Gunst des Herrn oder der Herren angewiesen. So wie sie dich sahen, so gingen sie auch mit dir um. Wenn du ihn genutzt hast, sahen sie mehr in dir und wenn nicht, sahen viele wenig bis gar nichts in dir. Damals konnten durch die gesellschaftlichen Mehrheitsverhältnisse selbst Mehrheiten zu Minderheiten werden. Man wurde nicht automatisch gesehen, manchmal verachtet, ausgegrenzt, verurteilt. Was man war, war oft vorgegeben. Alles andere war fremd und drohte bekämpft zu werden. So jedenfalls kommt es mir vor, wenn ich aus dem 21. Jahrhundert auf diese Welt blicke. Abraham, so hieß er damals noch, und Sarai, sollte durch den Beischlaf mit ihrer Magd das Problem von Sarais Kinderlosigkeit lösen. Es klappte, aber plötzlich hatte Sarai Angst um ihren Status als Frau Abrahams, denn sie bekam ja kein Kind. Als sie mit ihrer Sorge zu Abraham kam, zieht er sich einfach aus der Affäre, indem er seine Frau sagt: Mach mit deiner Magd doch, was du willst, es ist deine Magd. Ein Freifahrtschein. Und so fängt Sarai an, Hagar zu mobben, so stark, dass sie sich zur Flucht gezwungen sah. Und auf der Flucht findet sie einen Engel Gottes und fragt Hagar: Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Zwei Fragen nach Identität. Als Hagar dem Engel sagt, dass sie von ihrer Herrin Sarai geflohen ist, fordert er sie wieder auf, zu ihr zurückzugehen und sich ihr unterzuordnen. Was für eine krasse Aufforderung. Wieder unterordnen. Sich alles gefallen zu lassen. Aber bei diesen Worten des Engels bleibt es nicht. Er ergänzt: Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenn ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, Elroi. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sagte: Ich habe den gesehen, der mich sieht. Der gleiche Gott, der Abraham unzählige Nachkommen versprochen hatte, verspricht nun diese auch Hagar. Er stellt sich nicht gegen sie. Heute hätten wir an dieser Stelle wohl eine große Debatte über Leihmutterschaft. Abraham, Sarai und Hagar wären sicherlich vor den Gemeinderat oder die Ethikkommission vorzitiert worden.
Was dort passierte, widerspricht wohl unserem Verständnis von Ehe und Partnerschaft, weil es erzwungen war. Doch Gott ist ein Gott, der mich sieht, bekennt Hagar und merkt, dass Gottes Sehen anders ist als unser Sehen. Gott verspricht allen Beteiligten Segen und viele Nachkommen. Hagar lernt, der Fürsprecher und Gott Abrahams und Saris ist auch mein Gott. Hagar brauchte einen sicheren Ort. Ohne diesen Fürsprecher oder den Gott, der sie sah, wäre sie wohl nicht zurückgekehrt. Auch ich brauche einen sicheren Ort. Und ich weiß nicht, ob ich diesen schon gefunden habe. Es ist leicht zu verallgemeinern und von einer unbekannten Gruppe zu sprechen. Einer Gruppe von Menschen, einer Gruppe von Menschen ohne Gesichter. Darum möchte ich heute von mir sprechen und dieser Gruppe ein Gesicht geben. Und deswegen ist es auch gut, dass diese Predigt gestreamt wird und öffentlich einsehbar ist. Denn ich möchte allen, die bisher geschwiegen haben, eine Stimme geben. Allen, die kaum keinen Raum hatten, offen über sich zu reden. Mir war es als Pastor immer wichtig, dass wir als Kirche ein sicherer Ort sind, der die Freiheit und Vielfalt schätzt. Und mir war immer klar, dass eines Tages der Zeitpunkt kommt, wo ich Folgendes sagen möchte, weil es mir wichtig ist, dass ihr mich wirklich kennt und ich wünsche, dass ihr mich seht, wie Gott mich sieht. Manche werden sagen, dass ich bisher nicht den Mut hatte, aber Mut braucht den richtigen Zeitpunkt und den richtigen Ort. Für mich ist das hier und heute. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich bin bisexuell. Das bedeutet, dass ich mich in Frauen und in Männer verlieben kann. Seitdem ich 14 Jahre alt bin, weiß ich das. Ich wusste es, als ich 16 Jahre alt war und mich taufen ließ. Ich wusste es, als ich meinen Traumberuf, Polizist zu werden, für einen Ruf als Pastor aufgegeben habe. Mir war von Anfang an klar, dass ich nicht darüber reden werde können, wenn ich Pastor werden oder bleiben möchte. Denn das war damals unmöglich. So studierte ich Theologie, ohne mich meinen Schwestern und Brüdern anzuvertrauen. Ich wurde Pastor und behielt es 13 Jahre für mich. Als bisexueller Mensch ist man in beiden Lebenswelten, hetero und homosexuell, eine beargwöhnte Spezies. Viele Homosexuelle sind der Ansicht, dass man noch nicht wisse, dass man bi ist, dass man eigentlich nicht bi ist, sondern eigentlich homosexuell. Und viele Christinnen sind der Überzeugung, dass man von einer falschen sexuellen Orientierung mit der Hilfe Jesu befreit werden könne. Und das ist der Grund, warum so wenig queere Menschen in der Kirche offen über ihre Identität sprechen. Von den Kanzeln werden vermeintlich klare theologische Positionen in Predigten formuliert und nur wenige Pastorinnen haben den Mut, eine andere Theologie zu vertreten. Du bist ein Gott, der mich sieht. Mir ist es enorm wichtig, dass egal wie ein Mensch glaubt oder welche Sorgen ein Mensch hat, jeder bei uns willkommen ist. Denn jeder Mensch ist von Gott geliebt. Ich bin dankbar, dass ich in den Jahren des Ringens verstanden habe, dass mein Sein keine Sünde ist. Denn unsere sexuelle Orientierung und Identität können wir uns nicht selbst aussuchen. Ich weiß es, denn ich habe mir meine nicht ausgesucht. Auch wenn dies jetzt bei vielen Fragen aufwirft, die ich heute nicht beantworten kann, werden wir als Grindel in den nächsten Wochen in Gemeindestunden und Studiensabbaten uns mit dieser Thematik beschäftigen. Mir wurde vorher gesagt, dass ich das Wort Thematik oder Thema nicht sagen soll, weil es
hier um Menschen geht, aber mir ist auch bewusst, dass viele durchaus eine Frage, dass es für viele durchaus eine Frage ihres Bibelverständnisses ist und somit auch eine Thematik, die oft den Nachteil hat, so versachlicht zu werden, dass wir vergessen, dass es sich dabei um Menschen wie mich handelt, Menschen mit einem Gesicht, einem Namen und einer Geschichte. Ich bin enorm dankbar, auch wenn ich erst so spät in meiner Familie und meinen Freunden und mich bei meinen Freunden geoutet habe, dass meine Familie und meine Freunde mich weiterhin lieben, dass sich die Angst, abgewiesen zu werden, nicht bewahrheitet hat. Auch wenn ich gefragt wurde, warum ich nicht früher darüber geredet habe. Viele haben verstanden, wie schwer es für mich war, in meinem beruflichen Kontext, in meiner Kirche darüber eben nicht reden zu können, da ich Angst vor möglichen Konsequenzen hatte und noch immer habe. Ich kann jeden und jede verstehen, der die Fragen an mich hat und der nun theologisch herausgefordert ist, weil sich vielleicht manche von euch noch nie tiefergehend mit der Frage einer anderen Sexualität beschäftigt haben. Mir geht es da anders. Ich habe mich seit langem mit diesen Fragen beschäftigt und für eines bin ich meiner Familie und vielen meiner Kolleginnen und Kollegen dankbar. Es gibt viele, die mit der offiziellen Sicht unserer Kirche nicht zufrieden sind, weil diese den betroffenen Menschen keine wirklichen lebbaren Antworten gibt. Es gibt auch einen anderen Blick auf Menschen wie mich. Ich habe mich immer von Gott gesehen gefühlt und verstanden gefühlt. Ich war mir immer im Klaren darüber, dass ich auch Fehler mache und nicht alles gut ist. Dass ich in Beziehung scheitere, dass meine Geduld Grenzen hat, dass mein Herz hart werden kann, dass ich wütend werden kann, dass ich Dinge tue, die anderen schaden oder mir selbst. Aber ich habe auch immer an einen Gott geglaubt, der mir vergibt, der in vielen Bereichen uns begleiten möchte, der mich gnädiger machen möchte, liebevoller, verbindender. Und darum war es mir als Pastor immer wichtig, mich für die Schwachen und die Minderheiten einzusetzen, für Menschen, die ihre ganz eigenen Kämpfe haben. Ich habe für vieles Verständnis, weil ich manches kenne. Ich verstehe und muss nicht gleich richten. Es genügt zu sehen, zu verstehen und da zu sein. Ich möchte mich weiter am Grindel dafür einsetzen, dass wir auch die Menschen so sehen oder jede Menschen so sehen, wie Gott uns sieht. Dass wir ein sicherer Ort für Menschen sind, die mit den verschiedensten Herausforderungen für Menschen da sind. Für Menschen, die nicht alles ans Licht bringen, weil sie Angst haben, verurteilt, verstoßen oder in die Wüste geschickt zu werden. Ich glaube an einen Gott, der anders ist als wir. Er kann anders sehen als wir. Er kann anders lieben als wir. Er kann anders hoffen als wir. Und er kann auch anders glauben als wir. Genau deshalb ist es gut, wenn wir von ihm lernen, einen neuen Blick von ihm geschenkt bekommen, füreinander wissend, dass wir zusammengehören und nicht gegeneinander sein müssen. Auch dann nicht, wenn wir einiges anders sehen und glauben. Du bist ein Gott, der mich sieht.